this crusade is going to take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich habe mich heute Abend eingefunden mit zwei wunderbaren Brüdern in Christus aus Deutschland, Michael von der Grenze nach Niederland und Viktor, der in meiner alten Heimatstadt sitzt in Hamburg. Und wir haben beschlossen, dass wir jetzt durchgehen mit diesem Plan, einen sehr erweiterten Nachtrag zu bringen zu dem Buch die den Diktatoren, nein, hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, jetzt wird den Titel wieder in den Kopf kriegen hier. Und zwar, wie ihr wisst aus der ersten Sendung, diesen Nachtrag von Richard Bennett und Michael Desemlian, den wir weiter besprechen wollen. Und das ist ja im Grunde dann dasselbe, was auch damals mit dem Buch passiert ist. Im Englischen seht ihr ja, hat das Buch 75 Seiten und dann kommt da, oder 12 Kapitel, 75 Seiten und dann kommt da ein 30-seitiger Anhang dran. Ganz so groß ist unserer nicht geworden, aber wahrscheinlich viel interessanter. Und wir werden dieses Papier jetzt weiter besprechen und dafür begrüße ich heute Michael und Viktor am Telefon. Hallo Michael, herzlich willkommen zur Sendung heute Abend. Ja, hallo allerseits, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an die sehr treuen Zuhörer und Zuschauer an den Internetgeräten. Und wir machen heute Abend die weitere Aufbereitung der Hinter den Diktatoren-Serie, wo mir gerade schon geschwant hat, dass wir in der Schule deswegen Diktate geschrieben haben, damit wir nachher auch lernen, schöne Diktatoren zu folgen. Irgendwie ist es ja dann doch, glaube ich, alles artverwandt, dass wir letzten Endes dafür darauf dressiert sind, einfach irgendetwas, irgendjemanden, der vorne steht und führt, zu gehorchen und dafür dann ganz tolle Noten zu bekommen. Ja, und mit dieser dystopischen Aussicht gebe ich dann weiter an meinen Kollegen Viktor aus Hamburg. Ja, hallo, moin moin. Und ich bin auch sehr froh, mit euch wieder verbunden zu sein. Das fand ich gerade ganz lustig mit dem Diktat, weil Diktate schreiben, ja, das kenne ich auch noch sehr gut. Und nichtsdestotrotz nochmal kurz noch eine andere Sache. Das jetzt mit der PDF. Ich denke, soweit wir jetzt noch natürlich auch Kommentare da noch jetzt an dem Nachtrag noch hinzufügen, denke ich, werden wir soweit dann verbleiben, dass ich denke, mit der letzten, spätestens mit der letzten Sendung oder der letzten, dem letzten Video, was aus veröffentlicht wird dann auf YouTube von Jörg, dass dort dann auch die komplette PDF dann vorhanden ist. Das wäre jetzt nur noch mal eine Frage an mich jetzt allgemein, an die Allgemeinheit. Das könnt ihr dann ja mal in die Kommentarbox, in das Kommentarfeld könnt ihr ja mal dann eure Meinung mal kurz dalassen. Und zwar, ob ich dann von dieser PDF noch mal eine, ich sag mal, eine Druckversion erstelle. Das heißt, man kann dann theoretisch, gibt es verschiedene ja, Online-Dienstleister, die einem dann auch so ein Buch dann richtig mit Hardcover oder Softcover, wie auch immer, dann erstellen, wie man das haben möchte. Dazu müsste ich dann halt noch gewisse Sachen dann berücksichtigen bei der Erstellung der PDF. Also lasst mich das wissen, falls kein Interesse ist, dann würde ich mir das nämlich dann auch sparen. Und ansonsten übergebe ich dann das Wort an Bruder Jörg. Tja, und ich übergebe das dann wieder an euch beide. Nein, also ich lese und dann wollen wir mal schauen. Also, ich habe hier das Bild reingemacht von dem Lesen von Alle Wege führen nach Rom. Warum habe ich jetzt das Englische genommen, weiß ich auch. Das habe ich auch in Deutsch auch gelesen. Um nochmal darauf zu weisen, Michael Desemlian ist Mitautor dieses Papieres, das wir hier jetzt lesen. Und dann nehmen wir mal hier ein anderes Bild, was wir dahin machen. Das gehört ja zu diesem Hinter den Diktatoren-Buch mit bei, das Viktor bereits ganz und gar übersetzt hat. Wofür nochmal ganz herzlich meinen Dank, dass du dafür gesorgt hast, dass dem deutschen Volk inzwischen über 30.000 Menschen oder zumindest 30.000 Klicks auf die bis jetzt 35 veröffentlichten Lesungen, dass den Deutschen hier und da mal ein wenig ein Licht aufgeht. Einigen geht natürlich niemals ein Licht auf, da kann man auch nichts dran machen. Die wählen halt, um gerne im Dunkeln zu bleiben, aber die anderen haben durch das Buch Hinter den Diktatoren eine ganze Menge gelernt und es gibt sicher einige, die werden jetzt auch noch eine ganze Menge lernen und ich kann euch sagen, wir fangen an mit einem echten Brüller. Päpstliche Aussagen zu Europa steht hier am Ende auf Seite 2 des PDFs. Ja, wir lesen das Papier Rom, der Papst und die Europäische Union. Am 31. August 2003 legte Antichrist Papst Johannes Paul II. Die Zukunft des neuen Europa in die Hände der Jungfrau Maria.
Das katholische Nachrichtenmagazin Zenit schrieb, Zitat, er legte Europa in die Hände Marias, damit eine Symphonie von Nationen entsteht, die sich der Schaffung einer Zivilisation von Liebe und Frieden verpflichtet. Am letzten Sonntag drängte der Heilige Vater darauf, dass die europäische Verfassung die christlichen Wurzeln des Kontinents ausdrücklich anerkennen solle, da sie die Zukunft sicherstelle. Ja? Die europäische Verfassung. Da wissen wir ja, was es für Streitereien zwischen 2003 und heute 2018 gegeben hat und einige Länder, die so gesagt erst nicht akzeptiert haben und so weiter. Was ist jetzt der Brüller? Es gibt eine Veröffentlichung des Vatikans natürlich dazu. Man muss das nur mal raussuchen. Das habe ich dann vorhin auch getan und habe das dann hier in ein PDF gegossen. Nach synodales apostolisches Schreiben Ecclesia in Europa von Papst Johannes Paul II. An die Bischöfe und Priester, an die Personen gottgeweihten Lebens und an alle Gläubigen zum Thema Jesus Christus, der in seiner Kirche lebt, Quelle der Hoffnung für Europa. So, ich gehe jetzt gar nicht weiter auf das Papier ein. Das sind 75 Seiten, das kann sich jeder ja gerne mal durchlesen, wenn er das möchte. Ich mache jetzt einen deutlichen Sprung bis auf Seite 61 und da habe ich mir etwas in grün angestrichen und meine beiden Brüder sind jetzt verpflichtet mitzulesen, weil ich habe ihnen das vorher nicht zukommen lassen. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Es war keine Bosheit, es war einfach nur, ja, wie gesagt, ich bin zu doof zum Kacken. Habe da nicht mehr dran gedacht. Dieses Papier von dem Papst endet: Bitte an Maria, Mutter der Hoffnung. Und ich muss das einfach mal vorlesen, dass wir mal bitte jetzt. Jeder, der nicht fest in der Bibel ist, nimmt seine Bibel damit bei und nimmt mal das, was ich jetzt lese und misst das hier Gesagte einmal bitteschön an der Bibel. Ja? Also, in dieser von echter Liebe beseelten Betrachtung, die ganzen 60 Seiten Gelaber hier vor, erscheint uns Maria als Gestalt der Kirche, die von der Hoffnung genährt, das heilbringende und barmherzige Handeln Gottes erkennt, in dessen Licht sie ihren eigenen Weg und die gesamte Geschichte versteht. Sie hilft uns, auch die Geschehnisse, die wir heute erleben, in Bezug auf ihren Sohn Jesus zu deuten. Als neue, vom Heiligen Geist geformte Schöpfung lässt Maria uns die Tugend der Hoffnung wachsen. Was ist das für ein Satz? Eine neue, vom Heiligen Geist geformte Schöpfung? Die Bibel sagt ja wohl deutlich, wer alles geschaffen hat, oder? Aber wie gesagt, ich kann mich hier nicht beschäftigen, mit jedem einzelnen Satz zu analysieren. Das wäre eine eigene Videoserie. Das wollen wir ja nicht machen. Wir sind immer noch in der Einleitung von Rom, der Papst und die EU. Ne? An Sie, die Mutter der Hoffnung und des Trostes, richten wir voll Zuversicht unsere Bitte. Vertrauen wir ihr die Zukunft der Kirche in Europa und die Zukunft aller Frauen und Männer dieses Kontinents an. Also nicht nur diejenigen, die in der Kirche sind, sondern auch alle Männer und Frauen, die nicht in der Kirche sind, aber das Pech haben, auf diesem Kontinent zu wohnen. Und jetzt kommt der Brüller. Der Papst sagt hier und betet im Grunde zu Maria, Mutter der Hoffnung, gehe mit uns. Lehre uns, den lebendigen Gott zu verkünden. Hilf uns, Jesus, den einzigen Retter, zu bezeugen. Mach uns hilfsbereit gegenüber dem Nächsten, gastfreundlich gegenüber den Bedürftigen. Lass uns Gerechtigkeit üben. Mach uns zu leidenschaftlichen Baumeistern. Da muss ich irgendwie an Freimaurer denken. Einer gerechteren Welt. Lege Fürbitte für uns ein, die wir in der Geschichte leben und handeln. In der Gewissheit, dass sich der Plan des Vaters erfüllen wird. Morgenröte einer neuen Welt, erweise dich als Mutter der Hoffnung und wache über uns. Wache über die Kirche in Europa, in ihr scheine das Evangelium durch. Sie sei ein wirklicher Ort der Gemeinschaft, sie lebe ihre Sendung, das Evangelium der Hoffnung zu verkündigen, zu feiern und ihm zu dienen für den Frieden zur Freude aller. Königin des Friedens, beschütze die Menschheit im dritten Jahrtausend. Die Menschheit des dritten Jahrtausends. Wache über alle Christen.
Sie mögen zuversichtlich auf dem Weg der Einheit voranschreiten als Sauerteig für die Eintracht des Kontinents. Wache über die jungen Menschen die Hoffnung für die Zukunft. Sie mögen hochherzig auf den Ruf Jesu antworten. Wache über die Verantwortlichen der Nationen. Sie mögen sich zum Aufbau eines gemeinsamen Hauses verpflichten, in dem die Würde und die Rechte eines jeden Menschen geachtet werden. Maria, schenke uns Jesus. Mache, dass wir ihm folgen und ihn lieben. Er ist die Hoffnung der Kirche, Europas und der Menschheit. Er lebt bei uns, mitten unter uns in seiner Kirche. Mit dir sprechen wir, komm Herr Jesus, wie wir in Offenbarung 22,20 lesen können. Möge die Hoffnung auf die Herrlichkeit von ihm in unsere Herzen ausgegossen Früchte der Gerechtigkeit und des Friedens tragen. Gegeben zu Rom bei St. Peter am 28. Juni, der Virgil des Hochfestes der heiligen Apostel Petrus und Paulus im Jahre 2003, dem 25. Jahr des Pontifikats Johannes Paul II. Habt Kommentar. Ihr euch auch gerade ebenso kräftig übergeben müssen wie ich? Kommentar. Ja, bitte. Kommentar. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt bei den Zuhörern für die letzten 3 Minuten Zeitverschwendung entschuldigen muss. Oder ob ich letzten Endes die traurige Mitteilung überbringen möchte, dass es keine Satire war. Das hat der ernst gemeint. Und der da spricht, ist ein polnischer Priester, der sich zum Papst hat wählen lassen. Und der noch ganz, ganz andere schlimme Sachen gemacht hat in seinem Leben. Und letzten Endes, der meint es wirklich ernst. Und der veräppelt euch. Der macht sich über euch lustig. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Der macht das mit bestem Wissen und Gewissen und mit bester jesuitischer Taktik, aber der lacht sich über euch kaputt. Der macht sich auf Kosten der Menschheit lustig. Er setzt sich da nicht nur hin und sagt, er wäre Gott. Da könnte ich ja noch mit leben. Denn ich kann ihn ja nicht, ich darf ihn ja nicht richten. Ich darf darauf hinweisen. Aber er macht sich über die Menschen lustig und er macht sich über die Menschen lustig, die Bibel nicht gelesen haben. Aber über mich macht er sich nicht lustig. Und über euch, die ihr jetzt, wie ihr mit mir die Lesung macht, auch nicht. Und ich hoffe, über die Zuhörer, die da draußen jetzt das mitgehört und auch mitgelesen haben, die fühlen sich da bitte auch nicht angesprochen. Denn das, was da drin steht, ist nichts anderes als die Blasphemie gegen Jesus Christus. Pure ja. Blasphemie gegen Jesus Christus und den Heiligen Geist und den Vater. Ja. Ja. Der meint es echt ernst. Ich habe echt überlegt, ob man das mit Satire irgendwie kennzeichnet, aber der meint das wirklich ernst. Der meint es wirklich ernst und sagt, das ist meine Agenda, die ich durchdrücken möchte, das ist die Agenda, dass die Leute irgendwann nachher sagen, naja gut, Jesus oder Maria, Maria sieht besser aus, Maria ist eine Frau. Und die Leute sagen dann später, ach guck mal hier, ja klar, das ist alles für mich super einleuchtend, da wir ja sowieso alles die ganze Schöpfungsgeschichte umdrehen und jetzt auch die Frauen viel, viel besser sind als die Männer. Deswegen haben wir ja auch schon einige Frauen in der Politik. Und das wird sicherlich auch noch weiter tendenziell zunehmen. Nicht nur Theresa May und Angela Merkel und Ursula Leiertante und wie sie alle heißen. Nee, es wird sicherlich auch noch tendenziell weiter zunehmen. Und derjenige, der da oben die wirklichen Fäden zieht, der lacht sich da kaputt und sagt, Mensch, was die sich alles bieten lassen, was ich mit denen alles machen kann, das ist ja echt mal ein Ding. Ja, und der hat dann halt einfach, der sitzt einfach am Drücker, der Knabe da, und veräppelt die Leute. Und hat dann den Papst letzten Endes dann auch am, benutzt den Papst letzten Endes als ein Sprachrohr. Und der Papst verkündet uns dann die sogenannte frohe Botschaft. Ja, die frohe Botschaft ist nämlich das, dass wir letzten Endes Jesus Christus gar nicht mehr als Retter, als Savior haben, sondern dass da immer Maria zwischengeschaltet ist, weil ja die Frauen so besser sind als die Männer. Römisch-katholische Lehre ist, dass Maria Miterlöserin ist und Mitvermittlerin, ne? Ja. Die römisch-katholische Kirche lehrt ja biblisch, dass Jesus der Weg zum Vater ist. Aber sie sagt, zu Jesus kommst du aber nur durch Maria. Ja, ich habe ja auch viele Sachen gelesen von Cinequi und wie sie alle heißen, wie auch da die Priester letzten Endes dann eingeweiht werden und sagen, gut, also guck mal hier über Maria Christi, Maria hat doch viel mehr Erbarmen mit dir, bevor Jesus dich jetzt straft. Und Alberto Rivera hat das auch geschrieben in seinem Buch Die Heiligen Väter, auch. Ja. Der auch, ja, und solche ganzen Dinge. Und im Endeffekt ist das die komplette Umdrehung. Ne? Also alles wird von Jesus weggenommen und Maria zugeschustert und Maria zugeschrieben.
Und deswegen ist es halt Blasphemie. Es ist nicht das, es ist nicht nur nicht sola scriptura, sondern es ist letzten Endes eine Geschichte, die uns immer weiter daran erinnert, wo die römisch-katholische Religion überhaupt herkommt, nämlich aus der antiken babylonischen Trinitätslehre mit der Königin des Himmels. Und Queen of Heaven, Queen of All ist ja sicherlich auch eine Reihe, die irgendwann nochmal in Deutsch erscheint, hoffe ich. Und dann sehen die, oder dann hört ihr ja auch, wo der ganze Ursprung daherkommt, und lasst euch einfach, seid euch gewiss und lasst euch sagen, jetzt hat sich schlimme Dinge zugetragen, unter anderem auch, dass immer grundsätzlich die heidnischen Religionen alle unter einem Dach zusammengefasst eigentlich die römische katholische Kirche am besten widerspiegeln, denn katholisch heißt immer universell, und ich will jetzt auch gar nicht hier Sendezeit irgendwo jetzt stehlen. Ich sage jetzt ganz einfach mal, für mich ist das ganz klar, welche Agenda da läuft, und ich hoffe, dass es euch da draußen auch klar geworden ist, dass diese Agenda in der römischen Kirche nichts anderes heißt als Heil Maria und sonst gar nichts. So, dann hätte ich gerne mal, bin ich mal gespannt auf die anderen Kommentare. Ja, Viktor, hast du da auch noch was zu sagen? Ja, also an sich fand ich gut, dass Michael das so auch nochmal gut hervorgehoben hat. Also schließlich könnte man ja auch sagen, dann, dass diese Himmelskönigin irgendwo ja auch der gemeinsame Nenner ist all der ganzen heidnischen Religion und natürlich dann damit ja auch der Ursprung in Babylon natürlich liegt. Sicherlich weiß man ja auch heute, die meinen das ja, wie gesagt, Michael sagte ja, die meinen das wirklich ernst, weil wir auch heute wissen, oder die das dann jetzt nicht ja auch dann so verkaufen von der römisch-katholischen Kirche aus, dass diese Europäische Union in gewisser Weise ja gestiftet wurde von Maria. Und ja, Königin des Friedens war ja noch so ein Stichwort, ne? Und ist ja auch die Europäische Union mit einem Friedensnobelpreis, ja, glaube ich, in gewisser Weise ich verliehen bekommen. Ich weiß ja nicht, in wie Art, welcher Weise man das dann zelebriert hat, aber ja, aber interessant, so interessant ist doch, Viktor, du sagst gerade die Königin des Friedens, wie in diesem Text erschienen ist. Wir kennen biblisch gesehen einen Prinz des Friedens. Das ist Jesus. Ja, steht in der Bibel geschrieben, er ist der Prinz des Friedens, nicht der König des Friedens. Aber eine Königin steht über dem Prinzen. Also biblisch ist Jesus der Prinz des Friedens, aber Maria ist die Königin des Friedens, steht also über Jesus. Ja, du kannst ja auch in der katholischen Kirche dir die Abbildungen, also die verhohene Piepelung des zweiten Gesetzes angucken. Du sollst dir keine Bilder machen und Bildnisse machen und dich nicht niederknien und so weiter. Du siehst ja immer, wie Maria dargestellt wird. Maria hält Jesus im Arm. So, wer hat denn die Macht? Ja, dann halt die sogenannte Gottesmutter. So, und damit ist ja dann auch die Reihenfolge oder die Rangfolge klar. Mhm. Ne, Jesus ist tot und wird halt immer wieder runtergeholt, weil er immer wieder leiden muss. Laut der römisch-katholischen Kirche war ja da in seinen Opfer anscheinend nicht genug. Und die Maria wird dann halt immer dargestellt mit dem sogenannten Heiligenschein, der eigentlich ein Sonnensymbol ist, und halt dann den kleinen Jesus im Arm. So, und damit ist die Reihenfolge auch klar. Ne? Wenn man heutzutage sieht, im weltlichen, ne, erziehungsberechtigt ist dann halt derjenige, der halt die, das Kind halt gebärt hat und bis zum 18. Lebensjahr und so weiter und so fort. Ja, damit ist die Rangfolge, doch die Reihenfolge eigentlich klar. Was denen nicht klar ist, wer über Maria steht. Ja, den haben die Katholiken und auch ich lange Zeit nicht verstanden. Ich will ja da überhaupt keinen diskreditieren. Mir tun im Endeffekt die Leute leid. Aber im Augenblick muss ich ganz ehrlich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn ich das selten mache, kotzt es mich nur noch an. Ja, weil ich überall draußen die ganzen Weihnachtsbeleuchtungen sehe, überall sehe ich fünfzackige Sterne und es ist halt einfach nur noch nicht mehr, also anzugucken, wenn man wirklich das Verständnis hat, was da draußen geopfert, gefeiert und gemacht wird. Wir erleben da wirklich in Sodom und Gomorra, nichts anderes. Ja. Aber da wartet man auch bei den Vorbildern. Ich wollte bei diesem Text im Grunde die ganze Zeit eigentlich nur sagen, das Einzige, was ich hierzu sagen kann, als ich das gelesen habe, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen müsste. Ja?
Und es ist eine Heidenaufgabe, um zu sagen, ich analysiere diesen Text mal. Wie gesagt, da bräuchte man Stunden für. Und da kann man beinahe jedes Wort, das hier geschrieben steht, biblisch widerlegen. Aber uns muss hier Königin des Friedens, ja, und Jesus Christus ist der Prinz des Friedens, wenn ich mich biblisch richtig erinnere. Ihr könnt das ja gerne mal inzwischen nachschauen und mich korrigieren, aber ich meine, dass er der Prinz des Friedens ist. Und Königin des Friedens steht dann da natürlich drüber. In der römisch-katholischen Kirche ist es leider so, dass Maria als Mitvermittlerin neben Jesus Christus steht, um uns zum Vater zu bringen. Eine Lehre, die nicht in der Bibel zurückzufinden ist. Und in der römisch-katholischen Kirche ist es auch so, dass man nur durch Maria Zugang zu Jesus hat. Und das ist unbiblisch. Und wir werden jetzt gleich mit dem Text von Michael Desemlian fortfahren. Aber ich finde diesen Ausflug, den ich gerade eben gemacht habe, in diesen Text unglaublich wichtig, weil wir ja hier lesen, dass der Papst die Zukunft des neuen Europas in die Hände der Jungfrau legt. Und wie er das gemacht hat, das haben wir jetzt gerade eben gelesen, in diesem Papier von Richard Bennett und Michael Desemlian. Jetzt sollte euch doch endlich mal ein Licht aufgehen, mit wem ihr euch beschäftigt, wenn ihr euch mit der römisch-katholischen Kirche beschäftigt. Kommt heraus aus ihr, mein Volk. Mehr kann ich da wirklich nicht mehr zu sagen. Die offizielle Lehre der katholischen Kirche, fährt der Autor hier fort, macht deutlich, dass diese Aussage bezüglich der christlichen Wurzeln des Kontinents eine Fassade ist. Wenn der Papst oder die römische Kirche den Ausdruck christlich verwendet, verstehen sie den Ausdruck im römisch-katholischen Sinne. Ein kürzlich erschienenes Dokument von Rom verurteilt die Tendenzen, die Heilige Schrift außerhalb der Tradition und des kirchlichen Lehramtes zu lesen und zu interpretieren. So, da gibt es hier eine Fußnote drüber. Und zwar kann man das hier in diesen verschiedenen Publikationen nachschauen. Nein, ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das alles nachzuschauen. Macht mal eure eigenen Nachforschungen. Aber in diesem Papier Dominus Jesus vom 5. September 2000 zum Beispiel kann man das drin finden. Und das kann man, das ist zwar hier in Englisch die Links, das kann man aber auch in Deutsch finden. Aber stellt bitte eure eigenen Untersuchungen an. Aber euch wird genauso schlecht werden, wenn ihr den Quatsch hier lest, wie euch wahrscheinlich schlecht geworden ist, als ich gerade diesen Quatsch hier, Botschaft der Freude von der Maria, vorgelesen habe. Ja, das ist leider so. Die römisch-katholische Kirche ist nicht christlich und beweist es hier auch wieder und wieder und wieder. Und alles, was wir vorher in der ganzen Buchlesung hinter den Diktatoren gelesen und auch besprochen haben über die römisch-katholische Kirche, findet hier in diesem Papier noch einmal ganz deutlich seine Bestätigung, zumindest nach meiner Meinung. So empfinde ich das hier. Ja? Ein kürzlich erschienenes Dokument von Rom verurteilt die Tendenzen, die Heilige Schrift außerhalb der Tradition des kirchlichen Lehramtes zu lesen und zu interpretieren. Was heißt denn das? Ja, da muss man erstmal ein bisschen drüber nachdenken, ne? Mit anderen Worten, die Heilige Schrift außerhalb des kirchlichen Lehramtes zu lesen heißt, die römische katholische Kirche sagt, wenn du kein Priester bist, wenn du nicht zum Klerus der römisch-katholischen Kirche gehörst, dann darfst du die Bibel nicht lesen. Und wenn du die Bibel liest ohne das Verständnis der Tradition der römisch-katholischen Kirche, dann verstehst du sie auch nicht. Und du darfst sie auch nicht außerhalb des Klerus sein und außerhalb des Verständnisses der Tradition interpretieren. Ja? Mit dieser Aussage beansprucht Rom offiziell für sich, dass die katholische Kirche die wahre Kirche Christi ist. In dem Dokument, was ihr hier nachlesen könnt, Domini Jesus von 2000, heißt es, Zitat, es gibt also eine einzige Kirche Christi, die in der katholischen Kirche subsistiert und vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Das ist Paragraph 17 aus dem Papier, das hier in Fußnote 4 zu finden ist. Jetzt ist es natürlich interessant, so einen Satz zu lesen und zu sagen, was heißt das? Was heißt subsistiert?
Wisst ihr beiden, was subsistiert heißt? Ich kann ja euch nur fragen, ich kann ja die Zuschauer nicht fragen. Da gehe ich mal von aus, der wissen es auch nicht. Und ihr wisst es auch nicht, sonst hättet ihr geantwortet. Was heißt subsistiert? Das Verb subsistieren entstammt dem lateinischen Wort, natürlich Latein, subsistere, was so viel wie stillstehen oder standhalten bedeutet. Im deutschen Sprachgebrauch bedeutet subsistieren im Kontext der Philosophie, dass etwas für sich und unabhängig von anderen besteht. Diesen Satz habe ich deswegen hier mit reingenommen, nicht nur, weil ich selber das Wort subsistieren natürlich auch nicht kannte und es deswegen rausgesucht habe, aber vor allen Dingen, weil hier steht im Kontext der Philosophie. Die Bibel sagt an einer bestimmten Stelle und fragt mich jetzt nicht wo, ich kann es auch nicht in Deutsch bringen, in der König James steht, through their vain philosophies. Ja? Durch ihre, ja, vain, böse, sage ich jetzt mal, durch ihre böse Philosophie. Ja? Die römisch-katholische Kirche baut sich auf der Philosophie der griechischen Schreiber, Sokrates, Plato und Aristoteles unter anderem, hauptsächlich. Die römisch-katholische Kirche ist auf der griechischen Philosophie aufgebaut. Und wer mir da nicht glaubt, der sollte sich halt die Werke von Thomas von Aquin reinziehen aus dem 13. Jahrhundert, zumal Theologiker, und der wird es verstehen. Der gibt es da ganz offen zu in diesen Schreiben, ja? Dass die römisch-katholische Kirche darauf aufgebaut ist. Das Verb subsistieren heißt also im deutschen Sprachgebrauch, dass etwas für sich und unabhängig von anderem besteht. Also mit anderen Worten, die Kirche Christi braucht Christus überhaupt nicht, weil sie steht auf sich selber. Das heißt dieser Satz, den wir hier gerade eben gelesen haben. Ist das eine biblische Lehre? Ist das eine christliche Lehre? In der Bibel lesen wir, dass der Mensch ohne Christus überhaupt nichts kann. Denkt da mal drüber nach. In der Weise, wie die Nazis Nicht-Arier zu Nicht-Menschen erklärte, erklärt die Kirche von Rom andere Kirchen zu Nicht-Kirchen. Im offiziellen Wortlaut heißt es, Zitat, die kirchlichen Gemeinschaften hingegen, die den gültigen Episkopat und die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben, sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn. Es wird hier gesprochen von dem eucharistischen Mysterium. Muss ich es jetzt noch wirklich sagen? Oder wisst ihr inzwischen, was damit gemeint ist? Die kirchlichen Gemeinschaften, die den gültigen Episkopat und die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit der Transsubstantiation in der Messe, der Verwandlung des Brotes in den Leib und die Seele, das Fleisch und das Blut, die Menschlichkeit und Göttlichkeit Jesu Christi nicht bewahrt haben, sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn. Hier macht die römisch-katholische Kirche Politik für eine Kirche außerhalb der römisch-katholischen Kirche, kann nur als Kirche anerkannt werden, wenn sie in voller Kommunion mit der römisch-katholischen Kirche ist. Volle Kommunion, das heißt das vollständige Akzeptieren der römisch-katholischen Messe, das nichts weiter ist als ein Opferritual, in dem Jesus Christus wieder und wieder geopfert wird, wie Michael vorhin ja schon mal angeholt hat, ja, weil das Opfer von Jesus Christus für die römisch-katholische Kirche nicht genügt, sondern er muss wieder und wieder und wieder in der Eucharistie durch die Transsubstantiation geopfert werden. Und das millionenfach, jeden Tag verteilt über die ganze Welt. Und das seit Jahrhunderten. Und das, bis Jesus Christus wiederkommt. Weil das ist die Politik des Satans, dass Jesus Christus am Kreuz nicht gewonnen hat. Dass Gott ein Lügner war, als er in Genesis Kapitel 3, Vers 15 gesagt hat, dass er Feindschaft sehen wird zwischen seiner Saat und der Saat der Frau.
Und dass die Saat der Frau ihm den Kopf zertreten wird und er die Saat der Frau lediglich in die Ferse stechen kann. Ja. Satan und hat sich zur Aufgabe gesetzt, Gott zum Lügner zu erklären, indem er ihn wieder und wieder und wieder und wieder opfert. In der Messe der römisch-katholischen Kirche. Bitte, Michael. Ja, sorry, ich hatte das Mikrofon noch auf. Ja, und weißt du auch, was Genesis 3,15 ist? Genesis 3,15 ist der erste Hasskommentar. Naja, für mich ist es der erste Hinweis, Hinweis auf das Kommen eines Erlösers für die gefallene Menschheit. Ja, natürlich, aber das ist der erste Kommentar, der von Feindschaftssehen redet, und das ist dann letzten Endes nach Neusprechen Hasskommentar. Und deswegen muss der zensiert werden. Naja, das würde ich nun so nicht sagen, weil Jesus Christus lehrt uns ja, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Ja, aber wenn halt da steht, ich werde Feindschaft sehen zwischen dir und anderen. Wenn ich meine Feinde liebe, dann ist das doch in Ordnung. Ja, natürlich. Aber halt für die andere Seite stellt sich das halt so dar, dass man halt nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden darf. Naja, für die andere Seite sowieso. Da darfst du sowieso dein Maul nicht aufmachen, wenn du selber denkst. Das ist eine andere Sache. Schon klar, aber wie gesagt, es geht halt alles immer darum, bei dieser ganzen Zensur im Internet und überall anders geht es halt einfach darum, um unliebsame Meinungen auszublenden, damit halt alles schön Friede, Freude, Eierkuchen ist und wir überhaupt nicht mehr unterscheiden können, was oben, unten, links und rechts und Gut und Böse ist. Ja, das stimmt. Deswegen ist das für mich halt so die erste Sache, wo ich denke, oh, da würden dann nicht bibeltreue Menschen doch sagen, oh, was ist das denn für einer? Guck mal, der sieht Feindschaft. Das ist aber böse. Und da ist halt letzten Endes für mich halt sehr interessanter Bibelvers, der ganz, ganz vieldeutig zu deuten ist. Ja, das wollte ich halt einfach den Senf dazugeben. Ja, okay. Victor vielleicht auch noch? Nee, an sich, weiß ich nicht, hat dir das ganz gut so zusammengefasst. Ja gut, wenn du keine Bemerkung hast, hast du keine Bemerkung, war ja nur eine Frage. Dann fahren wir fort in dem Papier. Also, ich hoffe, dass dieser Satz jetzt hier deutlich geworden ist, für jeden, der das jetzt hier zuhört. Die kirchlichen Gemeinschaften hingegen, also protestantische Kirchen, lutherische, methodistische, adventistische, welchen Namen auch immer, Baptisten und was auch immer, welchen Namen die haben, die den gültigen Episkopat und die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben, sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn. Das heißt mit anderen Worten, wenn man in einer Kirche ist, in der folgens der Bibel gesagt wird, ich empfange dieses Brot und ich empfange diesen Wein als Zeichen des Fleisches und des Blutes Jesu Christi und ich tue das in Erinnerung an ihn, so wie er uns befohlen hat in der Bibel, dann nehme ich nicht teil an der, oder dann akzeptiere ich halt nicht die vollständige Wirklichkeit dieses eucharistischen Mysteriums. Mysterium, ja, ein Geheimnis. Das Geheimnis der Transsubstantiation ist, dass das Hokuspokus Zauber ist. Ja? Und was die Bibel über Hokuspokus sagt, das muss ich ja auch noch kleinlich erklären. Das dürfte ja einigen Leuten mehr oder weniger bekannt sein. Wenn man also nicht vollständig an dem eucharistischen Mysterium teilnimmt, weil man das nicht bewahrt hat, wenn man das nicht so akzeptiert nach den Termen, die Rom steckt, dann ist man keine kirchliche Gemeinschaft im Sinne des Verständnisses Kirche, der römisch-katholischen Kirche. Deswegen steht hier, in der Weise, wie Nazis Nicht-Arier zu Nicht-Menschen erklärte, erklärt die Kirche von Rom andere Kirchen zu Nicht-Kirchen. Wenn du nicht teilnimmst an dem eucharistischen Mysterium, wenn du nicht 100% teilnimmst an der Transsubstantiation in der Messe der Opfergabe der römisch-katholischen Kirche, dann bist du keine Kirche. Im gleichen Dokument, immer noch, Dominus Jesus vom 5. September 2000 wird in einer Fußnote auf ein Dekret Unam Sanctam Bezug genommen, in dem es heißt, so erklären wir denn, dass alle menschliche Kreatur bei Verlust ihrer Seelen Seligkeit untertan sein muss dem Papst in Rom und sagen es ihr und bestimmen es. Warum habe ich jetzt hier 875 reingemacht? Ja, weil ich das Unam Sanctam als Dokument habe. Die Frage ist nur, habe ich das hier, dass ich das leicht finden kann? Nee, natürlich nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich das mal alles sortiert hätte, wie ich es brauche. Ich hatte ja gesagt, dass ich mal Unam Sanctam
da eine Sendung von machen werde. Da bin ich im Augenblick noch nicht zugekommen. Ich glaube, steht hier nicht unterm Sanktum. Hier, Katpedia. Ach nee, das brauche ich nicht. Ich brauche den Wortlaut. Das hier, gucken wir uns das mal eben an. Und da ist Nummer 875. Und deswegen habe ich das da reingeschrieben. So, Nummer 875. Das ist der Wortlaut folgens der Katpedia, also der katholischen offenen Online-Enzyklopädie. Wir erklären, sagen und definieren nun aber, dass es für jedes menschliche Geschöpf unbedingt notwendig zum Heil ist, also zur Erlösung, dem römischen Bischof unterworfen zu sein. Das ist der Wortlaut. Und deswegen hatte ich das hier nochmal eben vermeldet, 875. Ja, weil hier ist es anders geschrieben, aber das sind kleine Übersetzungsmodalitäten, die auch nicht besonders ins Gewicht fallen, weil schlussendlich ist es ja so, dass die Aussage dieselbe ist. Hier und da ist vielleicht mal ein Wort anders, aber ansonsten ist die Aussage dieselbe. Das ist übrigens Richard Bennett von Berean Beacon, dem wir diesen Artikel unter anderem hier zu verdanken haben. Die Haltung der römischen Kirche wird in ihren offiziellen Dokumenten offenkundig. Wenn die protestantischen Nationen, also auch ein wichtiger Satz, ne? Entschuldigung, aber es braucht gar nicht mich als Protestanten. Ich brauche gar nicht mal gegen die römisch-katholische Kirche selbst zu wettern. Es steht in ihren eigenen Dokumenten. Es ist nicht, dass irgendwelche Gegner der römisch-katholischen Kirche irgendwelche Papiere machen und aufgrund dieser Papiere die Haltung der römisch-katholischen Kirche offenbaren, sondern die Kirche macht es selber. In ihren eigenen offiziellen Dokumenten. Wenn die protestantischen Nationen erst einmal dem entstehenden europäischen Superstaat und seiner Verfassung zugestimmt haben, und wir erinnern uns daran, dieses Papier ist von, welchem Jahr war das hier, Viktor, weißt du das noch? 2003 oder wann war das? Ja, also ich bin der Meinung, das ist wahrscheinlich aus Ende 2003, weil viele der Fußnoten, die wurden zugegriffen oder begutachtet meistens im Ende 2003. Daher denke ich, ist dann auch der Artikel zeitnah entstanden. Gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die Quellen viele Jahre vorher gesichtet wurden, bevor der Artikel verfasst wurde. Das war jetzt nur mein Gedanke dazu. Ja, ich gehe auch davon aus, dass der Artikel bereits etliche Jahre in der Hinsicht alt ist, von daher. Aber er ist aktuell wie eh und je. Aktuell wie eh und je. Wenn die protestantischen Nationen erst einmal dem entstehenden europäischen Superstaat und seiner Verfassung zugestimmt haben, wird der Plan des Vatikans, die Europäische Union wieder zu katholisieren, in die Tat umgesetzt werden. So hat der Londoner Sunday Telegraph vermeldet, Zitat, der Papst bereitet sich in aller Ruhe darauf vor, die Herrschaft anzutreten, von der er aufrichtig glaubt, es sei sein göttliches Recht, die Herrschaft als ein neuer, heiliger, römischer Kaiser, der vom Ural bis zum Atlantik regiert. Da finden wir hier das Bild von, das Zitat aus dem Sunday Telegraph. Und natürlich kann ich nicht anders, ihr wisst schon, was jetzt kommt, wenn ihr mich ein klein wenig kennt. Welches Bild hole ich jetzt raus? Habe ich ja schon so oft gemacht in der letzten Zeit. In anderen Videos natürlich. Der Papst bereitet sich in aller Ruhe darauf vor, die Herrschaft anzutreten, von der er aufrichtig glaubt, es sei sein göttliches Recht. Die Herrschaft als ein neuer, heiliger, römischer Kaiser. Und der Discorsi, Discorsi. Da kann ja nur dieses Bild kommen. Ja? Papst Pius IX. In seinem Discorsi auf Seite 253 sagt, der Cäsar, der euch jetzt anspricht, und dem alleine Gehorsam und Treue zusteht. Also, das ist nicht Sunday Telegraph, die sich das aus dem Daumen saugen, dass der Papst ein heiliger römischer Kaiser ist. Es ist nicht Michael Desemlian, der diesen Artikel schreibt, der sagt, dass der Papst ein heiliger römischer Kaiser ist. Es ist der Papst selber, der es sagt. Was hatten wir gerade eben nochmal gelesen? Die Haltung der römischen Kirche wird in ihren offiziellen Dokumenten offenkundig. Nein, es ist nicht Jörg, der hier die römisch-katholische Kirche verdammt.
Es ist nicht Michael Desemlien, es ist nicht Michael Kückemanns, es ist nicht Viktor Bruckmanns, es ist nicht Hour of the Truth, es ist nicht irgendeine Zusammenschwörung von uns. Es ist einfach nur das unter die Menschen bringen der offiziellen Dokumente der Kirche selber. Sie sagt es selber in ihren eigenen Worten. Ja? Warum tut sie das? Weil sie auch noch stolz auf das ist, was sie tut. Genauso wie ihr Gott des Stolzes ist, Satan. Der Vatikan als ein einzigartiger Beitrag zur EU. Die EU verfügt bereits über die meisten Merkmale, die eine Nation charakterisieren. Wir sprechen hier also vom Anfang der Jahre 2000. Denkt mal zurück. Und das gilt heute immer noch. Die Europäische Union hat einen Pass, eine Flagge, eine Einheitswährung und eine Hymne. Freude sprühender Götterfunke, wenn ich mich nicht täusche. In ihrer Verfassung bereitet sie derzeit die für Nationen üblichen Ämter so vor wie das des Präsidenten. Und wir haben ja in Hinter den Diktatoren gelesen von dieser belgischen Spitzmaus Van Rompuy, ja, Spitzmaus, weil er hat ja so ein Gesicht wie, der erste Präsident der EU war, der gesagt hatte, nach dem Artikel von Jepping, wir sind alle Jesuiten, und das wurde veröffentlicht in Katholik Newsblatt aus Niederlande. Das ist wieder mal nicht Jörg, nicht Michael, nicht Viktor, der das sagt. Es ist die römisch-katholische Kirche oder ihre Repräsentanten selber. In ihrer Verfassung bereitet sie derzeit die für Nationen üblichen Ämter vor, wie das des Präsidenten, internationaler Botschafter und des Außenministers. Der Vatikan haucht all dem gewissenhaft sein Leben ein, indem er sagt, dass dies ein einzigartiger Beitrag für die Gestaltung eines weltoffenen Europas ist. Der Papst schreibt in Kirche in Europa, Zitat, die katholische Kirche kann als die eine und allgemeine, wenngleich in der Vielfalt ihrer Teilkirchen gegenwärtige Kirche, keinen einzigartigen Beitrag zum Aufbau eines der Welt gegenüber offenen Europa leisten. Von der katholischen Kirche stammt nämlich ein Modell wesenhafter Einheit in der Verschiedenheit der kulturellen Ausdrucksformen, das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einer weltweiten Gemeinschaft, Global Village, wie es so schön im Englischen heißt, das globale Dorf, die in den Ortsgemeinden wurzelt, ohne sich jedoch in ihnen zu erschöpfen. Also der Sinn für das Einende, der über das Unterscheidende hinausgeht. Ende Zitat. Die einzelnen Kirchen Europas sind nicht nur Institutionen oder private Organisationen. Vielmehr verrichten sie ihr Werk in Form von spezifischen Institutionen, die eine volle rechtliche Anerkennung hinsichtlich der Zivilgesetzgebung verdienen. Alles dies kommt aus dem Jesus-Dinge, das Papier hier, das wir da oben bereits haben. Ich glaube, Kirche in Europa war das. Kirche jetzt, ne? In Europa, ja genau. Paragraph 20 in diesem Fall, und hier haben wir ein anderes Dokument, wo das herkommt. Von einzelnen Kirchen in Europa zu sprechen, ist lediglich ein Vorwand. Der Vatikan sieht sich selbst als die einzige Kirche. Und der Vatikan lässt offiziell verlautbaren, Zitat, und das nehmen wir aus Dominus Jesus, das Papier, was wir oben bereits besprochen hatten, von 2000. Die Gläubigen sind angehalten zu bekennen, dass es eine geschichtliche, in der apostolischen Sukzession verwurzelte Kontinuität zwischen der von Christus gestifteten und der katholischen Kirche gibt. Ende Zitat. Also jeder, zwischen Anführungszeichen Gläubige, ist angehalten zu bekennen, dass durch die apostolische Sukzession die katholische Kirche von heute die von Jesus Christus gestiftete Kirche ist. Das heißt, die Kirche, die Jesus Christus gestiftet hat im Geiste, im Pfingstmoment, als er den Heiligen Geist oder als der Heilige Geist auf die Apostel kam,
und als die Apostel die erste Kirche gegründet hatten, indem sie 3,5 Jahre nach Jesus Kreuzigung in Judäa Leute zum Christentum bekehrt hatten. Diese, wie es in der Bibel steht, neue Sekte, wie sie genannt wurden unter den Juden. Ja? Diese christliche Kirche, da sagt der Papst, da ist sie der rechtmäßige und einzige Nachfolger von. Dass das nicht der Fall ist, das wissen diejenigen, die Englisch verstehen und die meine Lesung geschaut haben. Auf Brettseinem Kanal ist sie vollständig hochgeladen, auf meinem Viert-Kanal ist sie zum Teil hochgeladen. Simon Magus versus Simon Peter, also Petrus, der Apostel, gegen Simon Magus oder Simon den Zauberer, den wir kennen aus Apostelgeschichte 8. Weiter will ich da nicht drauf eingehen. Aber das, was wir da gelesen haben und auch das, was wir, glaube ich, war das jetzt nicht in Romanismus und die Reformation, haben wir das nicht gestern auch da besprochen, in Folge 17 und 18, kam das dann nicht auch zur Sprache? Weiß ich nicht mehr. Helft mir mal eben. Ja, ich bin der Meinung, du hast es auch erwähnt in Folgen. Ja. Kam da doch auch zur Sprache. Da wurde also mit dieser sukzessiven Nachfolge komplett, das wurde vom Tisch gefegt. Das ist eine absolute römisch-katholische Erfindung und Lüge und überhaupt nicht wahr. Und man kann sich halt die Dinge, die ich gerade genannt habe, anschauen. Also die Serie im Englischen von Simon Peter versus Simon Magus oder Peter was never in Rome oder Simon Peter meets the competition. Das sind die englischen 17 Videos, die man sich dazu anschauen kann. Oder eben Romanismus und die Reformation. Sicher die Folgen 17 und 18, die im Augenblick, weiß ich nicht, wenn das hier erscheint, ob die schon hoch sind. Wahrscheinlich ja, werden wir sehen. Sonst kommen sie in Kürze raus. Schaut euch das an. Romanismus und die Reformation sollte sowieso jeder sehen, der auf meinem Kanal abonniert ist. Wer das nicht sieht, der hat selber Schuld. Da wird so viel erklärt, da brauche ich im Grunde diese Lesung hier schon gar nicht mehr. Die Gläubigen sind angehalten zu bekennen, dass es eine geschichtliche, in der apostolischen Sukzession verwurzelte Kontinuität gibt zwischen der von Christus gestifteten und der katholischen Kirche. Deswegen gibt es außerhalb der römisch-katholischen Kirche nach ihrer Lehre keine Erlösung, weil, wie Jesus Christus sagt, Erlösung ist nur durch ihn. Und die römisch-katholische Kirche sagt, sie ist Jesus Christus hier auf Erde. Oder zumindest ihr Vorsitzender, ihr Papst, der Antichrist. Diese publizierten Erklärungen machen deutlich, dass die katholische Kirche, abgesehen davon, dass sie sich als einzigartigen Beitrag zur Schaffung eines weltoffenen Europa betrachtet, für sich selbst rechtliche Anerkennung einfordert, die mit ihrem eigenen Zivilrecht vereinbar ist. Das eigene Zivilrecht der römisch-katholischen Kirche kennen wir als römisch-katholisch-kanonisches Recht. Jahrhundertelang war dies die Grundlage für die politische Manipulation durch den Vatikan. Die Kirche von Rom, die ihre eigene rechtliche Ordnung umsichtig vorbereitet, wird keine Rivalen tolerieren. Hat sie noch nie, deswegen die Geschichte der Inquisition. Zitat: Die kirchlichen Gemeinschaften hingegen, die den gültigen Episkopat und die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben, sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn. Das hatten wir ja weiter oben schon mal gelesen und hier ist es halt nochmal aus dem Paragraph 17 der markierte Teil. Ganz bestimmt werden die kirchlichen Gemeinschaften keine Rolle spielen, was den Beitrag zur Schaffung eines weltoffenen Europa angeht. Nein, nur die römisch-katholische Kirche wird dazu eine Rolle spielen. Adrian Hilton warnte in einem kürzlich erschienenen Artikel in der Zeitschrift The Spectator, Zitat: Die Ziele der religiösen Einheit Europas sind weitaus mehr, als die Pläne für europäische Einheit verschleiert worden. Dennoch sind die Bestrebungen, ein katholisches Europa zu schaffen, ebenso deutlich erkennbar. Ist das nicht eine Bombe in euren Köpfen, dieser Satz hier? Die Ziele der religiösen Einheit Europas sind weitaus mehr als die Pläne für politische Einheit verschleiert worden. Das heißt, die Religion versteckt sich hinter der Politik. Das ist das, was der Vatikan, was die römisch-katholische Kirche die ganze Zeit schon immer gemacht hat. Deswegen ist es so wichtig, die Aussage zu verstehen von Antichrist Pius IX. Na, jetzt habe ich das hier nicht mehr stehen, sonst hätte ich das Foto nochmal gezeigt, wo er meint,
der Cäsar, der euch jetzt adressiert, anspricht, dem alleine Treue und Gefolgschaft zusteht. Ja? Die römisch-katholische Kirche hat schon immer eine politische Agenda gehabt, könnte man sagen. Nein, man muss noch viel weiter gehen und muss sagen, die römisch-katholische Kirche ist nur die Maske, die sich das heidnische, römische Reich übergestülpt hat. Und deswegen spricht sie zwar spirituell, nach außen hin erscheinend, aber in Wirklichkeit handelt sie nur politisch. Die römisch-katholische Kirche ist eine politische Institution. Und das wird aus diesem Satz nochmal ganz, ganz deutlich. Die Ziele der religiösen Einheit Europas sind weitaus mehr als die Pläne für politische Einheit verschleiert worden. Dennoch sind die Bestrebungen, ein katholisches Europa zu schaffen, ebenso deutlich erkennbar. Also obwohl man es probiert zu verschleiern, wird deutlich sichtbar, dass im Grunde die politische Einheit Europas einhergeht mit einer ökumenischen, mit einer geistlichen Einheit. Der Papst forderte erst kürzlich, dass Gott in der entstehenden europäischen Verfassung erwähnt wird. Und viele führende katholische Politiker und Bischöfe haben sich dieser Forderung angeschlossen. Ja, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in deren Verfassung, steht auch Gott in der Verfassung. Da steht drin, in God we trust. Da steht aber nicht bei, in welchem Gott. Und dieses Evangelium oder sonst irgendetwas aus der Bibel wird nicht einmal darin erwähnt. Und da kannst du auch in die Europäische Union 10.000 Mal das Wort Gott reinschreiben. Das sagt noch gar nichts. Gott ist nur ein Wort für die. Und wenn man nicht weiß, von welchem Gott sie sprechen, dann ist man eben wie ein Rind an der Nase herumgeführt, wenn ich den Stier an seinem Nasenring durch die Arena ziehe. Ne? So haben das ja auch die meisten, zwischen Anführungszeichen, Christen sehr gerne. Müssen Sie selbst nachdenken, wo Sie hingehen. Obwohl eine solche Bezugnahme oberflächlich betrachtet nur den Widerspruch der europäischen Atheisten und Humanisten hervorruft, muss man in Erwägung ziehen, dass der Vatikan, wenn er von Gott spricht, sich selbst als Gottes unfehlbarer Vizeregent auf Erden betrachtet, also nicht vom Gott der Bibel spricht, als das führende Organ, durch das Gott spricht. Tatsächlich sieht sich die römische Kirche gemäß Dominus Jesus als einziger Mittler des Heils für Gottes Auserwählte und besteht darauf, dass alle anderen Kirchen, einschließlich der Kirche von England, keine Kirchen im eigentlichen Sinne sind. So, und das bringt unsere Sendung für heute so langsam und zum Schluss. Es kommt wieder auf den Punkt hinauf, nur die römisch-katholische Kirche sagt das, wie wir das in Unam Sanctam gelesen haben, ja? Nur in der römisch-katholischen Kirche kann man Seligkeit oder kann man Erlösung finden. Nur wenn man dem römischen Pontiff untertan ist, kann man selig werden. Und es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Jesus und das ist die römisch-katholische Kirche durch die Jungfrau Maria, wie wir vorher schon gelesen haben. Das ist die Politik und durch diese Verwässerung dessen oder Verfälschung dessen, was in der Bibel steht, weil da kein einziger Satz davon steht in der Bibel, den die umdrehen könnten. Sie erfinden einfach die ganze Bibel, sie erfinden einfach das ganze Evangelium neu. Und da die Leute die Bibel nicht mehr lesen und nicht mehr kennen, glauben sie diesen Mist, den die römisch-katholische Kirche ihnen hier verkauft. Und dadurch wird es tatsächlich möglich, dass wir durch die Ökumene eine Einheitskirche in Europa haben. Das ist die römisch-katholische Kirche. Und jede andere Kirche, die nicht in voller ökumenischer Eucharistie der römischen Kirche beitritt, also die nicht Ökumene, die nicht in voller Ökumene der römisch-katholischen Kirche beitritt, durch die Akzeptanz der Transsubstantiation, ist keine Kirche und von daher ein Feind der wahren Kirche. Und was ruft das hervor? Inquisition. Und dann sind wir genau da, wo wir bereits vor ein paar hundert Jahren schon mal waren. Und damit möchte ich das heute zum Abschluss bringen und möchte gerne Michael und Viktor, respektive mit Viktor zu Beginn, noch ein paar abschließende Worte zukommen lassen. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Jörg. Ich denke, das war sehr interessant, dieser Ausflug, speziell auch nochmal in diese ganze Sichtweise der römisch-katholischen Kirche, wie die letztendlich, wie soll ich sagen, ja, die listigen Kunstgriffe des Teufels verkörpern.
indem sie den Menschen glaubhaft machen wollen, dass, ja, wie es in Unam Sanctam oder auch in den ganzen anderen Kirche in Europa oder den Ausführungen der Päpste oder des Papsttums, sage ich jetzt mal, des Antichristen, wie dort ja versucht wird, nicht nur das Wort der Gottes umzudrehen, ja, sondern man versucht auch dahingehend die Menschen damit zu blenden und in den Abgrund zu führen. Ja, ich fand es auch so interessant, nochmal auch zum Ende der letzte Satz, da ging es jetzt ja auch nochmal einschließlich der Kirche von England. Wir wissen ja aus deinen Lesungen von Romanismus und die Reformation, dass es ja auch in der englischen, der anglikanischen Kirche, so wie sie ja genannt wird, dass es da ja auch so eine Art Metamorphose gab. Also die mit der Oxford-Bewegung und dem Emanzipationsakt, genau, also zu der Zeit hat sich da auch wieder in die englische Kirche diese ganze Eucharistie, diese Sakramente da eingeschlichen, die ja vorher eigentlich mehr oder weniger ja verbannt wurden. Und dahingehend wissen wir jetzt ja auch vor der EU, was ist denn passiert kurz davor? Ja, der Zusammenschluss der römisch-katholischen Kirche, sage ich jetzt mal, mit der Lutheranischen Union, ne? Also man hat sich wieder vertragen. Ja, 1999, da sprichst du drauf an, ne? Genau, da spreche ich drauf an. Ja, das die ist gemeinsame ja auch Erklärung zur gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Das Papier, das am 31. Oktober, also Reformationstag 1999, zwischen der weltweiten Lutherischen Föderation und der römisch-katholischen Kirche unterzeichnet wurde und 5 Jahre später, 2004, von der weltweiten Methodistischen Kirche. Ja. Genau. Ich denke, das zeigt nochmal gut auf, so dieser religiöse Zusammenschluss oder diese gewünschte religiöse Einheit in Europa, die sich damit ja letztendlich auch vollzogen hat. Und weil ich denke, der Großteil in Europa bestand aus zwei Gruppen. Das waren zum einen halt die Katholiken und die Protestanten. Ja, bis zu dem Tag jetzt, wo die Protestanten nicht mehr wissen, wogegen sie denn protestieren. Und ja, sich damit ja auch wieder an den Tisch mit dem Antichristen gesetzt haben. Ja, mittlerweile wende ich mir jetzt auch so diesen Nachtrag auch mehr und mehr jetzt, sage ich mal, mir zu Gemüte führe, durch den Kopf gehen lasse, dann ist für mich auch mehr und mehr klar, dass natürlich der Teufel den Weltkrieg vorher gebraucht hatte, um natürlich diesen Superstaat zu errichten. Denn eins ist ja offensichtlich, dass natürlich in Zentraleuropa ein bestehender protestantischer Block sicherlich sich nicht so einfach jetzt dieser Europäischen Union sich hingegeben hätte oder zugestimmt hätte. Darf ich da mal kurz drauf eingehen, was du sagst? Ja, gerne. Ja, sehr gerne. Der Punkt, den du gerade bringst, ist unglaublich wichtig. Der erinnert mich nämlich an, was in der Offenbarung steht, in die Zeit von dem Jahr 310. Zwischen dem Jahr 303 und 313 gab es 10 Jahre der schweren Verfolgung der Kirche. Das kann man in der Offenbarung nachlesen. Ja? Und als man damals gemerkt hat, dass man das Christentum nicht ausrotten konnte, durch die Christen zu ermorden, ist man zu dem Schritt übergegangen, 321, dass Konstantin das Christentum dann als Staatsreligion im heidnischen Rom erklärt hat. Das heißt, was man durch Krieg nicht geschafft hat, hat man danach durch Infiltration probiert. Und genau dasselbe passiert im 20. Jahrhundert. Adolf Hitler wird losgeschickt, um das Schwert der römisch-katholischen Kirche zu sein und um Europa zu einen durch Kriegsmaßnahmen. Und als das nicht gelingt, macht man es durch die Hintertür, durch Infiltration. Und das ist das, was wir mit der Europäischen Union erleben, seit Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und natürlich auf geistlicher Art und Weise, was wir erleben mit der Aufrichtung des Weltkirchenrats 1948, mit der Aufrichtung der UN 1945, also auf politischer und auf spiritueller Art und Weise. Und das, was wir also im 20. Jahrhundert mitgemacht haben, die Verfolgung hauptsächlich der Kirche, weil wir wissen ja,
Im Zweiten Weltkrieg wurden hauptsächlich Juden, Protestanten und Orthodoxe verfolgt. Alles drei geschworene Feinde des Papsttums, der römisch-katholischen Kirche. Ja? Diese drei wurden verfolgt und man hat sie mit Kriegsmitteln nicht besiegen können. Also muss man sie infiltrieren. Genau das Gleiche, was nach 303, 313, der 10 Jahre Verfolgung passiert ist, die man in der Offenbarung nachlesen kann. Jesus spricht davon 10 Tagen, die sie da Verfolgung erleiden müssen. Und ein Tag ist wie ein Jahr in der Prophezeiung, also 10 Tage sind 10 Jahre. 303, 313, da steht, glaube ich, Offenbarung 2 oder Offenbarung 3. Lest es selbst mal nach. Das, was wir im 20. Jahrhundert hatten, war nichts weiter als eine Wiederholung davon. Ja? Und das war auch nur eine Wiederholung davon, wo man es vorher schon mal probiert hat. Im 30-jährigen Krieg. In dem ersten 30-jährigen Krieg zwischen 1618 und 1648. Was man da nicht erreicht hat, hat man probiert zwischen 1914 und 1945 nochmal. Und was man jetzt immer noch nicht mit der Ökumene erreicht, das löscht man dann schlussendlich aus. Und das ist das, was uns zu warten steht. Das wollte ich nochmal eben dazu sagen. Aber bitte, fahr fort mit deinem Schlusswort, Viktor. Ja, gerne. Ich denke auch im Zuge der weiteren jetzt noch Lesung des Nachtrags wird auch mehr und mehr deutlich, dass auch natürlich diese jetzt Europäische Union ein Ergebnis oder die, wie sagt man auch, die Synthese aus These und Antithese ist, also aus Nationalsozialismus und dem Kommunismus, Bolschewismus im Osten. Ja, links, rechts, das, was im Kalten Krieg uns vorgespielt wurde, ja. Ja, wird interessant sein, das weiter zu verfolgen. Ich freue mich auf die nächste Lesung und übergebe dann gern das Wort an Bruder Michael. Ja, vielen Dank, Viktor. Ich hätte noch zwei Additionen zu machen. Zum einen mal die Frage nach dem Fürst des Friedens, kommt aus Jesaja 9,5. Da heißt es dann Fürst des Friedens. Und die zweite Sache, die ich mir eben angeschaut habe, ist, dass wir jetzt hier eine Übersetzung besprochen haben heute aus einem englischen Buch, was sich auf einen Titel bezieht oder einen Autor bezieht, der für die englische Zeitschrift The Spectator mit dem Publizisten Adrian Hilton bezieht. Und das ist halt einfach mal wieder so eine Geschichte, wo man sagen muss, dieses wird halt nicht in deutschsprachigen Medien großartig behandelt werden. Gott bewahre. Es kommt. Ja, ist doch wahr. Da haben sie doch Schiss vor, dass sowas ins Deutsche kommt, weil das würde ja vielleicht, wenn das in die richtigen Ohren fällt, einen Aufruhr verursachen können. Ach, ich denke, dafür ist die Gottesgläubigkeit der Menschen mittlerweile so zurückgegangen. Ich denke, selbst das würde die Leute nicht mehr großartig interessieren. Die hören da gar nicht mehr großartig hin. The protest is over, irgendwie, so habe ich jetzt zumindest für mich den Eindruck. Ja, aber wir können ja versuchen, den wieder anzufachen, ne? Das ist ja die Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Es geht für mich ganz um einen ganz anderen Punkt. Wenn ich immer sehe, dass ich im Ausland besser informiert werde als zu Hause und jetzt quasi in englischsprachiges Buch übersetzen lassen muss, dass ich auf einen englischsprachigen Titel einer Postille da bezieht, nämlich The Spectator. Das erinnert mich doch sehr stark an die Geschichte, dass uns verboten wird, Feindsender zu hören. Und dass wir eigentlich immer besser dran sind, wenn wir uns unsere Geschichte und überhaupt die Nachrichten aus dem Ausland mal besser zu Gemüte führen, als uns selber hier in Deutschland indoktrinieren und auch nicht zuletzt propagandamäßig vollkleistern zu lassen. Das finde ich halt immer wieder faszinierend, dass die Leute halt heutzutage sagen, ach, wofür brauche ich denn Englisch? Ich bin so glücklich, dass ich damals in Englisch einigermaßen aufgepasst habe, sonst würden mir so viele Informationen letzten Endes fehlen. Ich bin auf der anderen Seite auch glücklich, dass es Menschen wie Viktor und Maximilian und Stefan und bitte, sorry, wenn ich jetzt irgendjemanden vergessen habe, gibt, die sich halt die Zeit nehmen und unentgeltlich diese Übersetzungsarbeit leisten, damit diejenigen, die eben nicht Englisch können oder nicht so gut Englisch können, auch mit diesen Nachrichten versorgt werden und sich dann ein entsprechendes Bild machen können. Und das ist mir halt, für mich fällt mir das immer wieder auf, dass ein Großteil der Informationen, die existenziell wichtig sind, eigentlich gar nicht in der deutschen Sprache zur Verfügung stehen. Das war es jetzt von meiner Seite. Ja, danke Michael.
Da möchte ich nur noch eben zufügen, du hast im Grunde jeden erwähnt, außer Andreas, der damals angefangen hat, Herrscher des Bösen, mal eine Zusammenfassung ins Deutsche zu übersetzen. Ich wusste, ich habe einen vergessen. Ja, das kann passieren. Wäre mir wahrscheinlich auch passiert. Also hiermit nochmal alle erwähnt. Victor, der uns hier zugeschaltet ist, der hinter den Diktatoren übersetzt hat. Dann Maximilian, der Romanismus und die Reformation noch immer am Übersetzen ist und bisher die Dinge übersetzt hat. Stefan, der das komplette Buch Herrscher des Bösen, also Rulers of Evil, komplett das Buch übersetzt hat. Und Andreas, der damals die Zusammenfassung von Herrscher des Bösen für mich übersetzt hat. Und auch den Eid der Jesuiten, den ich damals vorgetragen habe. Da habe ich auch zwei Videos zu gemacht. Ich möchte abschließen mit einer ganz kurzen Bemerkung, weil wir sind schon weit über die Stunde hinausgegangen, aber das ist mir jetzt auch im Grunde vollkommen Wurst im Moment. In dem Buch Hinter den Diktatoren haben wir unglaublich viele politische Dinge besprochen. Und auch wichtige Dinge. Aber was mich an der Buchlesung im Allgemeinen gestört hat, ganz sicher, als ich sie damals in Englisch machte und auch jetzt dieses Mal in Deutsch, die Bibel ist niemals genug berücksichtigt worden. Und dafür danke ich, dass wir jetzt dieses Papier hier haben und dass wir das zusammen mit Victor und Michael lesen können von Richard Bennett und Michael Desemlian und dass wir endlich mal auch die biblische Betrachtungsweise damit reinbringen können und dass wir uns mehr auf die Glaubensschiene bewegen, anstatt immer nur auf der politischen, auf der weltlichen Schiene, dass wir auch mal in die geistige Schiene übergehen. Dafür ist dieses Papier, dieser Nachtrag unglaublich wichtig und man sollte niemals außer Acht lassen, alle 37 Teile des ganzen Buches da vor sich anzuschauen und in dem Geiste des da Studierten und Gelehrten dann diesen Nachtrag sich auch noch mit anzuhören und davon zu lernen. Und daneben sollte man auf gar keinen Fall es versäumen, jeden Tag die Bibel zu studieren. Jawohl, lest eure Bibel. Maranatha.